Zwei wahrhafte Kalorienbomben mit ca. 220 Kilo Lebendgewicht. Das sind Ham und Egg. Mittlerweile eins der erfolgreichsten Travestie-Duos Deutschlands. Sie präsentieren eine Show, die auf Deutschlands Bühnen ihresgleichen sucht. Kurz vor Offenbach, wir haben Sekt bestellt, gleich hinter Bielefeld. Ich fand das ganz große Glück. Bei Ungarn Siegler, du bist da. Die bunte Show gleicht einer Reise durch die internationale Pop- und Schlagerwelt der vergangenen 40 Jahre. Ihr unverwechselbarer Stil ist stimmgewaltig und voluminös. Ich hätte so gern den Oscar-Star. An einen Oscar wagten sie noch nicht zu denken, als sich die beiden vor 13 Jahren das erste Mal dem Publikum präsentierten. Das Resultat war jedoch überzeugend, vielversprechend. Es begann die Erfolgsstory von Ham und Egg. Der Unterschied zu anderen Travestie-Shows ist natürlich der, dass wir unsere Lieder, die wir auf der Bühne präsentieren, selber singen, auch selber texten. Wir haben sehr viele eigene Kreationen, haben sehr viele Fantasiekostüme wie ein Schachbrett dabei oder einen gedeckten Tisch. Und es ist einfach was anderes. Dazu brauche ich den Krieg. Schachmatt, ja, ich spiele sehr gut. Schachmatt. Hey, ach, könnte ich nur kochen, würde die Küche ganz grenzenlos sein. Neben der Musik beeindrucken Ham und Egg mit Sketchen und spitzfindigen Anekdoten. Treffende Gags und zweideutige Anspielungen beanspruchen die Lachmuskeln. Mein Mann sagt ja immer zu mir, ja, Frauen, die sind wie Wirbelstürme. Wenn sie kommen, sind sie heiß und feucht und wenn sie gehen, nehmen sie Häuser und Autos mit. Papilein, der schaut mich noch so ein bisschen zweifelnd an. Also ich bin keine richtige Frau, nicht? Ich bin ein Fräulein. Eine gelungene Mischung aus Selbstironie und Comedy. My lips, they belong to you. But teach me first, teach me what to do. Afrika, tausend heiße Feuer. Über 1000 erfolgreiche Showauftritte hat das Duo absolviert. Ausverkaufte Säle, Stadthallen und wichtige Kleinkunstbühnen der Republik sprechen für sich. Ich finde es toll. Mir gefällt es gut. Ja, die Jungs, die können richtig gut singen und die bringen Stimmung rüber. Ich finde ganz toll ist die Ausstrahlung, die die haben und ja, die Kostüme, irre. Macht natürlich auch Männern einen gewissen Reiz, muss man einfach sagen. Und natürlich zwischendurch die Witze, ist alles sehr nett gebracht. Auf Wiedersehen, wir sagen tschüss, macht's gut, bye bye, danke schön.